Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute zum zweiten Mal über die Nachhaltigkeitsagenda, zum zweiten Mal zur späten Stunde und dann nur 30 Minuten. Ich habe den Eindruck, die Koalition will dieses Thema nicht wirklich intensiv diskutieren, obwohl sie genau wissen, dass die SDGs in ihrer Bedeutung durchaus mit der Paris-Agenda auf einer Ebene liegen. Beide Verträge müssen sich ergänzen. Und sie wissen auch, dass beide Verträge Schicksalsfragen der Menschheit adressieren. Die SDGs können nur erfolgreich werden, wenn die Gesellschaft breit darüber diskutiert. Aber Sie glauben, sich wegducken zu können. Sie stehlen sich aus der Verantwortung, weil Sie Angst haben, die Botschaft der Nachhaltigkeitsagenda mit den Menschen zu diskutieren. Und noch mehr Angst haben Sie davor, eine konkrete Politik hierfür zu entwickeln. Denn Sie wissen, dass Sie Ihre Politik in vielen Fällen radikal verändern müssten. Kollege Kekkeritz, sind Sie einverstanden mit einer Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Pfeiffer? Aber sicher doch. Gesagt. Herr Kollege Kekkeritz, es tut mir leid, ich muss jetzt mal nachfragen. Sie behaupten hier Dinge, die Sie gar nicht behaupten können, weil Sie nämlich die Rede von unserem Kollegen Andi Schmidt gar nicht gehört, Andi Jung gar nicht gehört haben. Jetzt sage ich mal, wie können Sie behaupten, was wir alles nicht tun, ob genau das der Kollege Jung so erklärt hat, wie es zu tun ist, wie es zu machen ist, wie wir die SDG umsetzen, wie es halt eben für alle, und Sie behaupten, das würden wir nicht tun. Deshalb frage ich mich, worauf Sie sich jetzt eigentlich beziehen. Ja, Frau Kollegin Pfeiffer, es tut mir leid, dass ich die Rede nicht gehört habe. Ich werde sie selbstverständlich nachlesen, intensiv. Aber eines müsste uns doch beiden klar sein. An den Taten wollen wir sie messen, nicht an den Worten. Und ich kann Ihnen nur noch mal sagen, es ist zum zweiten Mal nachts um 9 Uhr, 8 bis 9 Uhr, dass wir dieses hochwichtige Thema sprechen. Und ich kann nur noch einmal betonen, die Thematik der SDGs haben allerhöchste Priorität, sollten sie zumindest haben. Und das, bauen Sie sich darüber, freuen Sie sich, dass ich da nicht da war. Wenn Ihnen das weiterhilft, dann genießen Sie den Abend heute noch. Ja, der Angst entsprechend kommt auch ein windelweicher Antrag. Die Kollegin hat das ja schon angesprochen. Dieser ist bezeichnend für eine mutlose und ich kann Ihnen auch sagen, Frau Kollegin Pfeiffer, an Arbeitsverweigerung grenzende Politik der Großen Koalition. Die CDU-Fraktion scheint die Nachhaltigkeitsziele überhaupt nicht ernst zu nehmen. Und das ist kein Wunder, Frau Kollegin Pfeiffer, denn es sind ja gerade Sie als entwicklungspolitische Sprecherin der Fraktion, die die Programmatik der SDGs immer wieder öffentlich anzweifeln und im Prinzip auch nicht sehr viel Positives daran lassen. Und ich kann Ihnen sagen, dass dieser Antrag tatsächlich in unserer gemeinsamen langen Chronik der Meinungsverschiedenheiten einen neuen Höhepunkt darstellt. Und liebe SPD, arbeiten Sie eigentlich noch an diesen Anträgen mit oder setzen Sie Ihren Servus inzwischen unter jedes textgewordene Nichts, das Ihnen Ihr Koalitionspartner auf den Tisch legt? In Ihrem Antrag steht nichts von der notwendigen Koordinierung der SDGs mit den Beschlüssen von Paris. Ich lese nichts über die Einbindung der Zivilgesellschaft. Nicht einmal die Information der Bevölkerung hat es in Ihren Antrag geschafft. Und darüber hinaus keine Silbe zu unserer Verantwortung, nichts über unsere Produktions- und Lebensweise, nichts über unseren Konsum, der endlich nachhaltig werden muss. Wir müssen uns auch endlich positiv entwickeln. Deutschland ist Entwicklungsland. Noch ist Deutschland Weltmeister in der Kohleverstromung und ein bedrohlicher Luftverschmutzer, führend im Fleisch- und im Textilverbrauch. Und die Grundwasserbelastung hat uns ein EU-Verletzungsverfahren eingebracht. Der Saubermann, der Musterknabe Deutschland, existiert seit 10 Jahren nicht mehr. Und bis vor kurzem waren die wirklichen ökologischen, menschlichen und klimatischen Probleme ganz, ganz weit weg. Da konnte man sie wirklich wunderbar ignorieren. Heute sind die klimatischen Auswirkungen hier in Deutschland ganz konkret zu spüren. Und auch das Elend ist massiv zu uns gekommen.
Und die Koalition reagiert mit einer politischen Verhaltensstarre und Abwehrstrategie. Deutschland muss Vorreiter bei der Umsetzung der SDGs werden. Wir müssen die Bevölkerung, aber auch die Staatengemeinschaft mitziehen. Und da ist der G20-Gipfel im nächsten Jahr eine hervorragende Gelegenheit dafür. Ich bin mal gespannt, ob Sie das tatsächlich auch nutzen. Und hierzu braucht es schlüssige Umsetzungsstrategien auf nationaler wie auf europäischer Ebene und endlich eine kohärente, ressortübergreifende Zusammenarbeit der Ministerien. Das gesamte Regierungshandeln muss mit einem Menschenrechts- und Nachhaltigkeits-TÜV unterzogen werden. All das scheitert, weil sie ihre Aufgaben als Parlamentarier einfach nicht ernst nehmen und sich lieber in Regierungslobhudeleien, in wachsweisen Anträgen, Herr Tschech, freuen Sie sich doch mal, dass ich zu spät gekommen bin, wachsweichen Anträgen ergeben. Eigentlich wollte ich jetzt noch den Herrn Kollegen Rebmann. Nee, das geht nicht mehr. Das geht eigentlich nicht mehr. Nichtsdestotrotz, Frau Präsidentin, möchte ich hier dem Kollegen Rebmann zu seiner neuen Aufgabe als entwicklungspolitischer Sprecher der SPD herzlich gratulieren. Ich hoffe, dass er kraftvoll und mit sehr viel Mut vor allem auch die CDU unter Kontrolle bringt. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Uwe Kikkeritz. Ja, das hoffen wir aber nicht. Ja. Mit der Leiche, was ich da gerade gehört habe. Gut, der letzte Redner in dieser Debatte, Peter Stein für die CDU.